Er ist ein Kater. Er spielt Videospiele. Sein Name ist GamerCat! Episode 21. Lodernde Fantasie. Sweet, uns ist langweilig. Was ist mit eurem neuen Spiel? Haben wir schon durch, zweimal. Benutzt doch mal eure Fantasie. Stellt euch vor, der Boden wäre Lava oder so. Wieso? Damit ich euch nicht zum Spielen rausschicke, deshalb. Okay, das schaffen wir. In Videospielen benutzen wir unsere Fantasie doch dauernd, richtig? Richtig. Unsere Fantasie ist so stark. Das ist ja grauenvoll. Wer macht denn sowas freiwillig? Okay, nur keine Panik. Das stellen wir wieder ab. Es klappt nicht. Wir sind nicht konzentriert genug. Boah, ey, Lava-Levels sind die schlimmsten. Oh nein, GamerCat sitzt mittendrin. GamerCat! Verstehst du, Flammen? Okay, das Sofa ist die Hauptbasis, aber wir brauchen Vorräte. Zeit für eine Expedition in die Küche. Was machen die Knirpse denn da? Spielen. Ich sehe sie aber weder einen Controller halten noch auf einen Bildschirm starren. Wie zum Teufel kannst du das Spielen nennen? Fantasie. Wozu das denn? Es gibt geradezu Unmengen an Medien, die nur darauf warten, abgesahnt zu werden. Da besteht absolut kein Grund, auf sowas Mittelalterliches wie Fantasie zurückzugreifen, nur um die Zeit totzuschlagen. Pass auf! Ein Lavamonster! Lenk es ab, während ich mich vorbeischleiche! Will auch spielen.